Wenn du willst, können wir später reden. Ich mache mir Notizen. Ah, okay, du machst dir Notizen. Wir haben jetzt ganz schön viel zu erledigen. Wir haben den Schürhaken zum Demolieren von irgendwelchen Sachen. Oh, mein PC rödelt gerade ziemlich rum. Ich muss mal gucken, eventuell muss ich eine kurze Aufnahmepause machen. Oh ja, ich bin gleich wieder da. So, jetzt läuft das Ganze schon ein bisschen besser hier. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt so viel zu erledigen. Wir haben den Schürhaken zum Demolieren. Da würde mir einfallen, erstmal dieser Speiseaufzug, aber dann natürlich oben in diesem verbrannten Raum. Und da der Atombunker ja direkt unter dem Haus ist und die Holloway ja gesagt hat, sie hat da was gefunden, würde ich einfach mal diese Bretter anheben. Sie hat ja auch gesagt, in der Eingangshalle habe ich im Boden oder unterm Boden Abzeichen gefunden. Und da werde ich doch gleich mal nachgucken. Dann haben wir aber noch, das mache ich jetzt direkt, wir haben noch die Anleitung, die wir Garrus geben müssen, und wir haben noch den nassen Schwamm, beziehungsweise den trockenen Schwamm, den ich jetzt nass machen werde, um etwas sauber zu wischen. Und ich habe da auch schon eine Idee, was das sein könnte. Ich hoffe, die Idee ist nicht ganz so blöd. Na komm. Und dann, wenn wir das, die ganzen Sachen jetzt gemacht haben, dann... Ach, der ist schon nass. Sehe ich das richtig? Ach so, der ist noch nass. Ja, dann ist ja super. Und wenn wir das gemacht haben, dann gehe ich zum Auto von der Holloway und hole mir aus dem Kofferraum den Metalldetektor. Ist es schon wieder so langsam? Also das liegt jetzt mal ausnahmsweise nicht am Spiel, sondern an meinem PC, weil der nämlich rumrödelt wie Sau. Na gut, ich gehe jetzt mal hoch zu Garrus. Ach nee, es läuft doch einigermaßen. Dem werde ich jetzt erstmal die Anleitung geben. Dann kann ich das hier direkt mit dem Schürhaken ausprobieren. Und, oh, doch, jetzt war es wieder langsam. Was ist denn da los mit meinem Rechner? Was soll das denn? Kann ich ihm die jetzt direkt so geben? Boah, was ist denn mit meinem Rechner jetzt auf einmal? Das kann doch nicht wahr sein hier, dass der wieder so lahm ist. Das ist die Arbeit eines Hobbybastlers. Das würde sogar ich besser hinkriegen. Ja, das hatten wir schon. Ich habe das Konsolenhandbuch ausgedruckt. Viel Spaß beim Lesen. Ah, das dauert jetzt bestimmt wieder. Oder hat er das jetzt hier in Sekundenschnelle gelesen? Na bitte. Ich werde zwar ohne Bilder auskommen müssen, aber man kann den Ton über die Überwachungsmikrofone hören. Ah, super. Okay. Ja? Dann mach mal. Ja? Kommt da jetzt was? Ich hab doch da gerade was gehört. Okay, ich bild mir das gerade ein. Ich werde versuchen, ein Bild zu bekommen, aber das kann ein Weilchen dauern. Na gut. Ja, dann, ich weiß nicht. Oder muss ich vielleicht, kommt das aufs Gleiche raus, ob ich das hier oder da mache? Hören Sie auf damit, Sie Geisteskranker! Hallo? Können Sie mich hören? Ich wurde unterbrochen. Sei es drum. Das Mikrofon der Konsole funktioniert nicht. Diese Stimme. Das könnte Hernandez gewesen sein. Wenn das eine Live-Übertragung ist, muss sie die Rückkopplung gehört haben, als ich das System eingeschaltet habe. Aber es könnte auch eine Aufnahme sein. Die Konsole hat die Stimme aufgenommen. Sie können den Ton mit Ihrem Smartphone digitalisieren, um sie zu analysieren. Ah, supi, okay. Dann machen wir das jetzt zuerst. Ich darf nur die anderen Sachen hier nicht vergessen, die ich unbedingt noch machen muss. Ich kann die mit dem Smartphone? Smartphone? Okay, nee, das sind ja nur die Einsatzziele. Was mache ich da jetzt schon wieder nicht richtig? Ich mache doch wieder irgendwas falsch, oder? Interview vom Stimme des Mörders auf dem... Hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden. Wie kriege ich denn jetzt die Stimme hier
rein. Moment, ich spreche den jetzt nochmal an. Komm mal her, sag mal was, Garrus. Ich werde versuchen, ein Bild zu bekommen. Ja? Ich habe jetzt irgendwas falsch gemacht, oder? Ich komme einfach nicht drauf und jetzt ist plötzlich auch die Musik weg, was auch immer das soll. Ja gut, vielleicht müssen wir da noch warten, bis er komplett fertig ist und das Bild hat, oder ich versuche es einfach nachher nochmal. Jetzt werde ich erstmal hier den Schürhaken ausprobieren. Ich hoffe, das bringt was. Nein, okay, schade. Aber dann probieren wir den unten in der Eingangshalle aus. Und hier für dieses rußverschmierte Bild nehmen wir doch mal den nassen Schwamm. Ich hoffe, das funktioniert wenigstens. Jetzt ist nur das Problem, ich glaube, der steht im Weg. Kann das sein? Ein rußverschmiertes Gemälde. Ja. Aber gut, da erscheint auch nicht diese typische Hand, die sonst immer kommt. Nee, okay, also entweder funktioniert das gar nicht oder das ist gerade so blöd, weil er hier einfach im Weg steht. Dann hat das also auch nicht so funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe. Schade. Dann klappt das aber jetzt hoffentlich unten mit diesen Holzbalken. Und wenn das auch nicht klappt, jetzt ist auch wieder Musik da, wie idyllisch. Und wenn das auch nicht klappt, dann weiß ich wenigstens, dass das mit dem Auto von Holloway klappen muss. Weil da haben wir schließlich einen Schlüssel. Der muss passen. So. Weil die sind ja hier doch schon eigentlich recht auffällig. Das geht auch nicht. Ah, muss ich mir das vielleicht wieder direkt angucken vorher? Das kann natürlich sein. Die Hälfte der Bodendielen wurde herausgerissen. Ja. Aber was ich mich frage... Naja, nee. Schade, das funktioniert auch nicht. Das ist ja doof. Ja, na gut, vielleicht... Ach, ich kann es mir denken. Ich kann es mir fast denken. Wir brauchen nämlich erst den Metalldetektor. Damit Vicky dann feststellen kann, also sie geht da mit dem Metalldetektor da drüber und wird da unten dann wird es piepen und sie sieht da irgendwas. Und dann können wir bestimmt die Balken aufhebeln. Das ist ja manchmal in diversen Adventures so, dass man, naja, eigentlich nicht, eigentlich ist es in fast allen Adventures so, dass man halt erst immer eine bestimmte Sache machen muss, weil es ja dann auch logisch ist. So, wollen wir den Schlüssel zum Wagen des Sheriffs? Hallo? Hallo? Gehst du mal weg? Was ist das denn jetzt gewesen hier? Also irgendwas ist da mit meinem Rechner gerade los. Das geht hier alles so lahm. Muss ich mal gucken. Das wundert mich gerade. Die Festplatte ist nämlich nicht voll. Oh Gott, eine Leiche. Nein, ein Metalldetektor. Yeah, 4 Felder. Das ist super. Ich frage mich, wie das funktioniert. Im Speicher befindet sich eine Bedienungsanleitung. Ich sollte sie mir ansehen. Metalldetektoreinstellungen. Auflösung. Erlaubt die Unterscheidung eisenhaltiger Metalle, Eisen, Stahl, Gusseisen von nicht eisenhaltigen Metallen, Aluminium, Kupfer, Zink, Silber. Empfindlichkeit. Steuern Sie die Empfindlichkeit des Detektors für Objektgröße. Einstellung 1. Auflösung 1 und maximale Empfindlichkeit. Erkennung von kleinen, nicht eisenhaltigen Metallobjekten. Ah, okay. Einstellung 2. Auflösung 1 und minimale Empfindlichkeit. Erkennung von großen, nicht eisenhaltigen Metallobjekten. Einstellung 3. Auflösung aus und minimale Empfindlichkeit. Erkennung von großen, eisenhaltigen Metallobjekten. Einstellung 4. Auflösung aus und maximale Empfindlichkeit. Erkennung von kleinen, eisenhaltigen Metallobjekten. Um den aufgespürten Bereich zu analysieren, müssen Sie den Metalldetektor im Inventar auswählen und ihn im Bereich anwenden, der vom Cursor angezeigt wird. Alles klar. Das heißt, wir müssen im Endeffekt jede, oder so mache ich das dann, jede verdächtige Stelle mit 4 verschiedenen Einstellungen untersuchen, damit wir auch bloß alles finden. Gut, aber vorher, das geht nicht so. Ich muss nochmal eine kurze Aufnahmepause machen, um hier, irgendwie meinen PC auf die Kette zu kriegen, weil sonst passiert hier gar nichts, glaube ich. Gar nichts, oder? Ja, jetzt habe ich wieder das Gefühl, es geht. Ja,
ganz merkwürdig, was hier vor sich geht. Noch merkwürdiger, was hier in diesem Haus vor sich geht. Wo ist der Killer? Was macht Hawker die ganze Zeit? Warum trinkt Holloway nur Kaffee? Warum ist Vicky eigentlich die Einzige, die arbeitet? Jetzt probiere ich das nochmal aus. So, nochmal angucken. Die Hälfte der Boden, die... Ja, nur damit wir das gemacht haben und ich nachher nicht sagen kann, ja, Mist. Mit Vicky verwenden. Dieses Objekt kann so nicht verwendet werden, alles klar? Nee. Ich mache etwas nicht richtig. Ich habe doch gerade die Dings gelesen. Man muss mit dem Metalldetektor über die Stellen im Standby-Modus-Menü nicht verfügbar. Aha. Okay, Leute, was mache ich jetzt? Nee, ich glaube, ich muss jetzt erstmal hier meinen PC in Ordnung kriegen und dann sehen wir uns gleich. Also, bis dahin, tschüss. Und schon wieder da. Tut mir leid für die Unterbrechung jetzt, aber ich denke, jetzt funktioniert's. Aber ich glaube, der funktioniert hier einfach nicht. Ich meine, nö, es geht einfach nicht. Jetzt muss ich mal überlegen. Also klar, der Bunker ist auf jeden Fall hier unten drunter. Und sie hat hier das Abzeichen gesehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, vom Keller aus. Ich muss jetzt gerade nochmal nachdenken, aber ich glaube, vom Keller aus kommt man da nicht hin. Im Wohnzimmer war auch nichts, wie wir irgendwie runterkommen. In der Küche auch nicht, ja. Und das hier ist ja alles schon zu weit oben. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte... Ah, das ist vielleicht gar nicht so doof. Und zwar draußen. Weil... Ach, ich habe eine Idee. Ihr könnt euch vielleicht noch an diese Tonnen vom Anfang erinnern, wo ich erst dachte, man muss da Feuer machen und irgendwie Öl oder so reinkippen. Aber ich glaube, dass wir die viel eher hier mit unserem Metalldetektor benutzen, bearbeiten, wie auch immer können. Also ich meine, es gibt ja offensichtlich mehrere Luken zu diesem Atombunker. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es davon mehrere. Ja, aber die müssen sich ja irgendwo hier draußen befinden. Ach, wahrscheinlich genau hier drunter. Das sieht so... Obwohl, nee, da... Doch. Ah, da ist so viel Geröll drüber. Nee, das funktioniert auch nicht. Habe ich vielleicht... Nee, das geht hier alles nicht. Habe ich vielleicht doch die Anleitung falsch verstanden? Oder kann man... Nee, da hinten kann man ja nicht hin, oder? Ich muss mir gerade nochmal hoch... Was war das denn jetzt gerade? Nee, dahinter, Vicky. Ich muss mir dann gleich nochmal vielleicht die Anleitung angucken, wie genau ich jetzt... mit dem Metalldetektor anfangen. Nee, das geht gar nicht. Und warum kommen dann immer so komische Grafikdings? Die Stimme von Paloma, die muss ich irgendwie noch analysieren. Ich weiß nur noch nicht wie. So, nochmal den ersten Satz. Nee, Moment. Da, steuern Sie die Empfindlichkeit? Nein. Um den aufgespürten Bereich zu analysieren, müssen Sie den Metalldetektor im Inventar auswählen und ihn im Bereich anwenden, der vom Cursor angezeigt wird. Um den aufgespürten Bereich zu analysieren. Das würde ja bedeuten, rein theoretisch, dass ich ja erstmal... Ach, Metalldetektor einstellen. Jetzt kapiere ich das. Ah, ich kann den also... Ah, okay. Okay, ich habe das kapiert. Jetzt ist er auf 1 eingestellt. Aber ich kann damit... Ich kann damit hier gerade nichts untersuchen, aber vielleicht auch einfach nur aus dem Grund, weil hier überhaupt nichts ist. Das kann ja auch sein. So, dann machen wir mal 2... Ah, 2 geht. Ah, okay, ich bin an der richtigen Stelle. Das ist cool.
Das ist ja schon mal ein kleiner Fortschritt. Und? Und? Ergebnis, Vicky? Hallo? Eine Aluminiumkanne gefüllt mit Blättern. Ah, okay, wir haben also Aluminium. Was ist das denn? Nichts. Nichts. Okay, jetzt haben wir 2 gemacht, jetzt machen wir doch mal 3. Ah, das finde ich jetzt gerade witzig hier. Geht das auch? Ja, 3. 3 geht auch, okay. Da ist hundertprozentig die Luke drunter. Das sieht schon so aus, irgendwie. Das wäre ja der Hammer, wenn Paloma die ganze Zeit... Seltsam. Der Detektor sollte bei einer Alukanne eigentlich ausschlagen. Oh, oh, oh. Ja, was wollte ich denn gerade sagen? Es wäre der Hammer, wenn Paloma jetzt die ganze Zeit eigentlich hier unterm Haus in dem Bunker war. Ich muss die Bretter herausreißen. Sie sind zusammengenagelt. Ja, und das geht mit dem Schürhaken. Klar. Ah, super, wir kommen weiter. Das freut mich. Die Luke. Didim, Musik. Didim. Krass. Wie bei Lost. Habt ihr Lost gesehen? Das ist doch auch diese Luke. Lässt sich nicht öffnen. Das habe ich mir fast gedacht.